So, moin ihr Nasen. Heute mein Einkauf vom ungefähr 18. September 2017. 18. War ich wieder in der Safemore Market. Da habe ich mir zwei Eimer gekauft. Die Filipinos, die duschen ja so, dass die nur so ein Wasserhahn im Badezimmer haben. Da lassen die das Wasser reinlaufen und dann haben die so einen Messbecher und dann machen die den Eimer voll und kippen sich dann das Wasser über den Kopf. Ich koche mir dann nochmal irgendwie so mit so einem Teewasserkocher nochmal 2 Liter heiß Wasser auf und mische das dann, damit es auch warm ist, weil die Filipinos duschen gerne kalt. Obwohl, das machen sie eigentlich nur, weil sie keinen Warmwasserboiler haben. Wenn sie einen hätten, dann würden sie immer warm duschen. Weiß ich aus Erfahrung. Da gab es ein Buy One, Take One. Also 2 so eine Eimer mit Deckel und Verschluss für 499 Pesos. Ist jetzt eigentlich nicht gerade billig. 8 Euro, das sind ja knapp. Also der normale Wechselkurs ist ja eigentlich die letzten Jahre immer stabil gewesen auf 1:50. Also sind 10 Euro. 500 Pesos. Jetzt ist er ein bisschen anders, der Kurs, 1:60, das heißt 8:50 die 2 Eimer. So, dann ist er, der Service ist ja immer ganz toll, dann wickeln die da immer noch so ein Band rum und machen so einen Henkel dran und so, dass du das so transportieren kannst. Ich war schon fast dabei, den Jungs zu sagen, ey, das braucht ihr alles nicht machen, ich schmeiß das sowieso ins Auto, aber egal. Dann habe ich noch 1 Liter Waschmittel, Dishwashers zum Geschirr abwaschen gekauft für 99 Pesos. Dann Müllsäcke, 10 Stück, irgendwie, das sind so 60 Liter oder so. 26 x 32 Inches, 45 Pesos oder so. Und dann, die packen ja mal alles extra in Tüten ein. Und dann habe ich noch ein paar, ich habe jetzt schon gefühlt eine Woche oder so keine Süßigkeiten gegessen. Ein paar Trolleys gekauft. Sind die made in Germany? Keine Ahnung. Irgendwie so eine Tüte kostet irgendwie 50 Pesos, also 1 Euro. 1 Euro pro Tüte ungefähr und die kleinen kosten 20 Pesos. Aber weswegen ich eigentlich das Video mache, ist richtig geil. Vorm Safemore ist da noch so ein kleiner, sitzen die auf dem Boden und verkaufen irgend so einen Scheiß. Und diesmal habe ich mir so kleine Topflappen gekauft. Im Hello Kitty Style. Irgendwie. 2 Stück 25 Pesos. Die Dinger, die sind hier ganz weit verbreitet. Also eigentlich in größer als Fußmatte. Die darf man aber nicht eine halbe Stunde in der Waschmaschine waschen. Dann gehen alle Nähte auf und da drinnen, da kommen dann die ganzen alten Stoffe raus. Die Dinger werden produziert, das Füllmaterial hier drinnen, das sind alte Klamotten. Aber die Dinger habe ich jetzt noch nie gesehen. Ey, da kann man sogar reingreifen. Richtig geil. Kann man die in Deutschland verticken? Für so ein, irgendwie so ein Euro nur so? Weiß ich nicht. Können wir später nochmal gucken, da sind wir auch dran. Ja, das war mein Einkauf vom. In diesem Sinne, reingehauen. Wie findet ihr meine neue Frisur? 6 mm. Diesmal waren wir beim Friseur. Olive war da bisschen am Haare schneiden. Ich stand daneben. Ich sagte dann, Mensch, habt ihr noch so einen Rasierer da? Da sagt er, ja, da habe ich den schon gesehen. Dann habe ich den selber in die Hand genommen, da mir den Aufsatz rausgesucht, 9 mm. Dann stand ich da schon selber und habe das alles abrasiert. Und dann war ich fertig, habe gesehen, dass ich hier so einen Strich drin hatte. Aber ich wurde irgendwie zu doll gedrückt. Habe ich gesagt, hier, das müssen wir jetzt korrigieren. Haben wir auch alles auf 6 mm gemacht. Geil, oder? In diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschaut.